München, Olympiaschwimmhalle. Es war der Austragungsort für die diesjährige traditionsreiche Münchner Hochschulmeisterschaft im Schwimmen. Teilnehmen konnten alle Studenten der Münchner Hochschulen. Und der Andrang war groß. Über 180 Studenten wollten im Rennen um Titel und Urkunden mitschwimmen. Doch nicht nur die Schwimmer hatten an diesem Abend ihren großen Auftritt, auch der Kurs Synchronschwimmen der ZHS zeigte, was im Wasser neben Bestzeiten alles möglich ist. Eine willkommene Abwechslung für die Schwimmer, die schon ungeduldig auf ihren Einsatz warteten. Auf die Plätze! Auf die Plätze! Der Start war geglückt. Besonders beliebt waren dieses Jahr die Staffeln. Bei der offenen 6x50 Meter Freistil-Mixed-Staffel traten 8 Studentenmannschaften an. Am Ende wurden die Gäste der Uni Bundeswehr München Münchner Hochschulmeister. In der 6x50 Meter Freistil-Staffel gingen 4 Studententeams an den Start und eine Dozentenmannschaft. Und die zeigte gleich mal den Studenten, was im Becken für Zeiten möglich sind, und wurde Münchner Fakultätsmeister. Neben den Breiten traten dieses Jahr auch wieder echte Spitzensportler an. Ja, ist immer, finde ich, schon ein großes Event. Also es sind viele Studenten da. Philipp Wolf und Marius Kusch im Vordergrund kennen das ZHS-Becken in- und auswendig. Hier hängt man jeden Tag ab, oder zumindest fast jeden Tag. Von daher kennen wir es schon alles auswendig. Und ich finde es eigentlich schönes Trainingsbecken. Wir sind ja meistens im Training hier, Wettkampf würde hier sonst nicht schwimmen. Und es ist mal was anderes, dann eben auch im Wettkampf hier zu schwimmen. Täglich trainieren beide hier für die ganz großen Wettkämpfe. Die Uni kommt uns wirklich sehr entgegen. Wir haben am Morgen viele Trainingszeiten, die wir zusätzlich noch wahrnehmen können. Und deshalb finde ich, dass es wirklich angebracht ist, dass wir auch hier bei diesem Wettkampf mitmachen können. Auch wenn er vielleicht für uns nicht den Stellenwert hat, aber trotzdem mitzumachen, finde ich vollkommen angebracht. Die Leute können sich hier zum Teil was abschauen, kommen zu einem, fragen einem, ob man vielleicht noch ein paar Tipps geben kann. Und ich finde, das ist eine super Möglichkeit für beide Parteien. Gerade waren Marius Kusch und Philipp Wolf noch bei der Europameisterschaft in Israel am Start. Beide holten eine Platzierung unter den Top 10. Bei der Münchner Hochschulmeisterschaft geht es ihnen aber vor allem um eins. Es ist eher der Spaßfaktor, glaube ich, wie für alle hier. Einfach, ja, schwimmen, Spaß haben. Und so ist für die beiden Spitzenathleten die Hochschulmeisterschaft eine willkommene Abwechslung. Denn das nächste große Ziel ist schon in Sichtweite, Olympia. Dafür kehrt Marius Kusch seinem Wohnzimmer Olympia-Schwimmhalle den Rücken, um sich auf sein großes Ziel zu konzentrieren. Ab Januar werde ich in Amerika weiter schwimmen und studieren. Und langfristiges Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele. Ob es jetzt wirklich klappt und sehr wahrscheinlich ist, das steht noch in den Sternen. Aber ich gebe alles dafür und mal schauen, was bei rumkommt. Die Münchner Hochschulmeisterschaft findet zum letzten Mal in der Olympiaschwimmhalle statt. Nächstes Jahr wird die Halle umgebaut. Besonders gratulieren will der zentrale Hochschulsport den beiden punktbesten Athleten. Bei den Frauen ist es Annalena Maiberger auf 100 Meter Freistil mit einer Minute, einer Sekunde und 88 Hundertstel. Bei den Männern beeindruckt der mehrmalige deutsche Meister Marius Kusch auf 50 Meter Schmetterling mit 24 Sekunden und 32 Hundertstel. Alle Ergebnisse auch unter zhsmünchen.de.